Könnte es nicht sein, dass sich nicht unsere Begriffe nach den Dingen, sondern die Dinge nach unseren Begriffen richten? Dass wir die Dinge nur so weit erkennen, als sie in unsere Anschauungs- und Denkformen eingehen, also wir selbst sie von unserem Geiste aus gestalten. Das ist die berühmte von Kant vollzogene Umwälzung, die er selbst mit der Leistung des Kopernikus verglichen hat. Hier wie dort wird der Standort nicht in den Dingen, sondern im Beobachter genommen. Eine derartige, von uns aus entwickelte Wahrheit kann freilich nur für uns, sie kann nicht jenseits des Menschen gelten. Sie überschreitet nicht das Reich unserer Vorstellungen, das Reich der Erscheinungen. Wahrheit ist für uns nur zu retten, wenn wir sie auf den eigenen Kreis beschränken und auf alles Gelten darüber hinaus verzichten. Ein Erzeugnis unseres Geistes könnte nur dann absolute Wahrheit bedeuten, wenn unser Erkennen schöpferisch wäre und aus eigener Kraft eine Wirklichkeit erzeugen könnte. Das aber kann es nicht. Das menschliche Denken bedarf irgendwelcher Anregung und Darbietung, um ein Erkennen hervorzubringen. Es bleibt insofern streng an die Erfahrung gebunden. Es fällt ins Leere, wenn es sich von ihr ablöst. Anders ausgedrückt, die Formen der Erkenntnis stammen von innen. Der Stoff aber muss von außen geboten werden. Wir bedürfen seiner notwendig für alles Erkennen. Was wir jedoch aus ihm machen, das liegt bei uns. Ein Weltgefüge, eine zusammenhängende Erfahrung fällt uns nicht zu, sondern wird von uns selbst bereitet. Die Ordnung und Regelmäßigkeit der Erscheinungen, die Natur genannt wird, ist unser eigenes Werk.